Leute, ja, ich mache jetzt ein Video und zwar, ich bin so mega happy, weil ich habe ihn endlich, oh mein Gott, ich bin so glücklich. Ja, ich zeig's euch. Es ist der 13-Wünsche-Film, ist das nicht hammer mega geil? Ja, ich habe ihn seit heute, ich habe ihn auch gerade angeschaut und auch so die Extras, was so drauf sind, habe ich mir angeguckt und muss echt sagen, ich bin mega, mega, mega begeistert. Und ja, ich habe die drei mir dazugestellt, weil sie, ja, Holin, weil sie ja eh der Hauptcharakter hier in dem Film ist, Chi-Chi, um die es ja auch ein bisschen geht, und Claudine, die einfach Holin retten will. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach den Film, genau. Also die Hülle zumindest, so die Verpackung. Also hier steht Monster High, 13 Wünsche. Das ist wieder so schimmernd gemacht, also wie alle Monster High-Dinger. Ihr habt hier nochmal auch so eine Hülle, wo der direkte Film dann noch drin ist. Und vorne drauf sind Draculaura, Frankie, Chi-Chi und Claudine. Und hier ist dann noch die Wunderlampe und hier sieht man noch die Monster High-Schule und hier, ich glaube, dieses komische Zelt, was im Film noch vorkommt. Und auf der Seite ist hier Frankie und dann steht hier Monster High. Und auf der Seite ist nochmal Frankie und dann steht hier 13 Wünsche Monster High. Stimmt das auch hier? Ja, da steht es auch nochmal, das habe ich gar nicht gesehen. So, die Rückseite schaut so aus. Steht hier oben, jeder Wunsch hat seinen Preis. Und dann steht hier, ein neues Schuljahr an der Monster High beginnt und Claudine Wolfs kleine Schwester Howlin hat sich in den Kopf gesetzt, beliebter als jedes andere Monster der Schule zu sein. Und ihr Traum scheint wahr zu werden, als sie auf einen Flaschengeist trifft. Chi-Chi will ihr nicht nur drei, sondern gleich 13 schaurig schöne Wünsche erfüllen. Howlin schwebt in der siebten Hölle, doch der Rest der Monster High-Klicke erkennt schon bald, jeder Wunsch hat auch eine dunkle Seite. Jetzt sind Frankie Stein, Claudine Wolf und Draculaura gefragt, Howlin in den Tiefen der magischen Lampe von ihrer eigenen, vor ihren eigenen Wünschen zu bewahren. Und wie immer sehen sie dabei monstermäßig gut aus, ist ja logisch. Ja, jetzt müssen wir den Schwert zu lesen, weil es so komisch schimmert. Dann sind hier nochmal Draculaura, Frankie, Gulia, Cleo und Abby. Und die sind dann nochmal so Ausschnitte vom Film. Und dann sind hier nochmal die Extras. Barbie Life in the Dream House. Trailer-Vorschau, Ever After High-Vorschau. Und drei neue Web-Episoden. Frankie macht den Führerschein, Monster Tiersitter und das Keksmonster. Hammergeile Folgen, muss ich sagen, echt. Ich habe sie mir angeschaut und ja. Das ist die Hülle. Kann man natürlich so rausziehen. Halt mal. Geht ziemlich schwer bei mir. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Dann sieht hier die normale Hülle. Also genau gleich. Und ich finde es geil, es ist hier so wie Gold umrahmt. Und auch die ganze Hülle ist Gold. Also ist mega geil, echt. Ups. Ups. Abgestürzt. So, hier ist dann das Innere. Zu Gold. Hier ist die DVD. Und hier ist dann noch so ein Heft. Das ist die Vorderseite von der Hülle hier, dieses Bild hier. Und ja, und das sind hier die ganzen Puppen, Goes Alive, was ist das? Tanzmatte, dann hier Draculaura's Bistro, dann Kostüme, Taschen, Bettwäsche, Music Festival und Good Night Out. Dann hier das neue Color Me Creepy Labor. Magazine, Bücher, Hörbuch, Skizzenblock, bla bla bla. Und hier der neue Film, oh mein Gott, der neue Film, Monster High, Licht aus, Grusel an, also Frights, Camera, Action. Ab Frühjahr 2014 bin ich mal gespannt. Oh mein Gott. Ja, weitere coole Monster High Abenteuer jetzt im Handel. Dann ist hier noch 13 Wünsche, einmal so die Puppen. Und hier ist dann noch das Hörspiel. Und hier ist Aline, oh mein Gott, ist sie süß. Ja, dann geht's hier nochmal weiter. Ja, hier dann noch die Party-Mode-Puppe, Spectras Party Lounge, die Oase mit Cleo. Und hier sind dann noch, was ist das? Beauty Case und Videospiel. Und darauf freue ich mich tierisch auf dieses Videospiel. Ja, genau. Wird übrigens auch ein bisschen auf der DVD gezeigt, das 13-Wünsche-Spiel. Ja, also das war jetzt der Monster High-Film. Weil ich eine Frage hatte hier, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, ob ich denn so lieb wäre und den Film aufnehmen würde und dann auf YouTube reinstellen würde. Nein, das mache ich nicht. Erstens, weil mir das viel zu viel Arbeit ist, mich dann davor zu setzen, weil ich habe keine Kamera, wo ich das irgendwie festmachen kann, wo das dann einfach weiterläuft.
Und mein Handy spinnt zurzeit so rum, dass ich nur noch 15 Minuten aufnehmen kann und deswegen ist das doof. Ja, genau. Ja, das war's. Ich bin echt mega happy, dass ich ein Handy habe, weil, ja, wurde auch Zeit. Genau, ich hoffe, euch hat's gefallen. Kommentieren, abonnieren, liken und ich habe euch ganz, 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 ganz doll lieb. Und bis zum nächsten Video. Bye.